Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7D2D. Ich hoffe, ihr hört, mein Ton ist da, also die Anzeige ist an, zeigt mich an. Hat mir letztes Mal nicht angezeigt und dann denke ich mal, es war kein Ton gewesen. Ich bitte mal so entschuldigen. Wir werden jetzt gucken nach Blei und immer wieder zerbrechen. Nach Blei und ja, Blei zuerst und dann nachher noch eher links hier. Da war noch eine Kiste zu holen. Hier war ich auch schon fleißig. Hier geht es runter zum Eisen. Ich muss einen Zugang schaffen, den man auch wieder rauskommen kann. Hier will ich noch ein bisschen ausbauen, ein bisschen absichern. Massiv auf Stein. Heute Nacht hatte ich keinen Besuch gehabt. Aber vor der Haustür können wir welche sein. Ne? Wir fahren jetzt zur Bleimine, ein bisschen Blei fördern. Später fahren wir gleich zur Nitratmine. Dann holen wir uns Nitrat und dann fahren wir in die Stadt. Schauen wir mal, wenn wir uns leer gemacht haben. Oder machen wir erst Nitrat und dann Blei. Dann fahren wir nicht auch noch einen Weg. Ich habe ein bisschen ausgebaut. Ich habe so eine Schießscharten gebaut hier. Mal schauen, wie das was so bringt. Oh, ich habe Hunger. Das ist schlecht. Aber ich wollte so, was ich reinbringen, ne? So, hier ist Nitrat. Und hier mal reinschauen, ob wir das was kriegen hier. Das heißt, hier müssen wir auch wieder freischaufeln. Weil sonst kommen wir nicht raus, ne? Ich habe zwar einen Erdbohrer, aber kein Benzin. Beziehungsweise zu wenig Benzin. Mit 1000 kommen wir nicht weit. Ja, das wird nicht so eine Art stufenmäßig untergehen. Runter kommen wir leicht, aber raus nicht. So, mal hier ein bisschen was wegnehmen. Hier war noch ein Kopffeld hier, ne? Ungesund. Ich muss mal die Gamma ein bisschen zurück machen, das ist ja ein bisschen zu extrem. Aber nachts geht es nicht anders, ne? Wie ihr so seht, wird gerade hell. Gut, dann machen wir draußen fertig den einen hier. Die Teile sind Nitrat und wenn man jetzt um das Ding wegmacht, geht es in der Erde weiter. Hier kriegen wir Steine auch raus und Nitrat. Ja, das war nicht mehr recht, nicht mehr lange. Trinken wir einen Kaffee. Hunger habe ich. Das heißt, wir müssen hier kurz rein uns entleeren, unseren Klumpenzeug entsorgen. Und hier haben wir keinen. Nur Stein.
Ah, doch, auch nicht halt auch, ja. Ja, unser kleines Häuschen da oben. Balkon zum Schießen. Das soll das mal reichen. Jetzt fahren wir zurück, um was zu essen holen. Beziehungsweise Speisen. Und dann fahren wir in zur Stadt und Blei holen wir am Rückweg. Blei ist genau gleich, was ich gerade mit in die Tat gemacht habe. Bisschen rumpickern in der Erde. Ja, Häuschen. So. Die über den Keller rein, das ist mal am sichersten Weg. Ich meine, die werden draußen sowieso nachher kloppen und machen tun. Aber wie so dunkel ist es, wenn man im Schacht hier arbeitet. Aber hier vorne ist eine Laterne, also schon eine Fackel. Und hier muss man was bauen. Stabilen Untergrund, gut gehen können. Hier haben wir schon Decke zugemacht und hier, Decke kommt morgen. Hier gehen wir rauf, erstmal. Ja, da hält man sich Draht. Die Bäume wachsen noch, die werden bald gefällt. Die haben sich gepflanzt. Und wenn sie Wert von 1200 haben, dann ist es Maximum erreicht. So, wenn wir speisen, hier werden wir hier schauen, da sind Rohstoffe. Und zwar haben wir da die Tat, das ist gut. Ich guck gerade die Tat. Haben wir schon was hier? Da. Mit Kohle zusammen, Schießpulver. So. Lehm. Jetzt schauen wir mal, was wir einschmelzen können. Ich glaube, wir können Lehm einschmelzen und wir können Stein einschmelzen. Steine machen wir aus Zement. Ja, schon bei. Dann schmelzen wir das mal ein. Wir brauchen Blei und wir brauchen Dings hier, Bronze. Oh, hier noch mehr Steine, die können auch alle rein. Dann haben wir ein Holz rein, das eine Stunde brennt. Eine Stunde oder zwei. Locker 2 Stunden. Ah. Gut. Zement. Auch mehr Zement. Mehr gibt's nicht. Da muss man einschmelzen, ne? Muss ja mal gebrannt werden. So. Was haben wir hier Schönes? Das ist das. Dann kommt das hier auch da. So, Fasern. Bretter, wenn wir losziehen, brauchen wir ja nichts mitschleppen, ne? Das ist ja Quatsch. Wasser haben wir noch da, glaube ich. Schmutziges. Ansonsten haben wir Tee. Das brauchen wir zum Abbauen. Und hier haben wir ein bisschen was zum Lesen. Das sind Missionen. Machen wir später mal. So. Hier speisen wir was. Hühnersuppe. Wir haben aktuell Hunger. Und wenn wir losziehen, ist es ganz gut, wenn wir was zum Beißen haben. Ne? Mayo. Ah, die bringt nicht viel. Ja. Aber besser wie nichts, ne?
Do Katzen vor der 10, ne? Ja, das ist, nehmen wir mal. Benutzen. Das sieht zur Zeit mir ganz schlecht aus mit meinen Speisen. Dose Erbsen. Wir trinken noch mal Tee. Das ist hier Samen. Müssen wir einfach einpflanzen. Kaffeebohnen können wir herstellen. Bei Birnen bin ich vorsichtig. Also da habe ich schon öfter mal Durchfall gehabt. Und das ist meine Reserve. Man kann auch Fett essen. Aber wie gesagt, das ist hier 10%. Also keine Ahnung, was heißen soll, aber nichts Gutes. Ja, deswegen trinken wir Tee. Das ist Katzenfutter. Und ach so, hier, na klar, das ist irgendwas Schlechtes. Na. Birnen. Ha, ist das 10%. Ah, das ist minus 10, na gut, okay. Gut, wir haben gespeist. Wir ziehen los zur Stadt. Wir brauchen mehr was zu essen. Und unser Gepäck ist voll oder leer? Das können wir hier lassen, ne? Die leeren Dosen und das Glas können wir hier lassen. Das leere Glas. Sonst schleppen wir ohne das mit. Gerade Besuch. Hier können wir gut schießen. Da gehen wir unten schießen. In der zweiten Etage. Da wollen wir noch eine Tür einbauen. Hier fehlen noch ein paar Steine, aber machen wir später. Man kann den gut immer nachts machen. Oh, hier sind viele Krankenschwestern. Die locken mal alle hierher, die kommen nicht schön. Und ihr wollt Blei holen. Hätte mich schön gefreut. Gut, ich habe den anderen getroffen. Ja, da haben sie zappeln hier. Gut, erledigt. Nächstes erledigt. Die gehen recht langsam, das geht. Wo alle herkommen. Hast du mal einen gelben Sack da? Gut. Meine Eisenmine. So, noch aufwerten die Ecke. Später und dann können wir sehen. So, jetzt schauen wir. Dass wir jetzt mal schön losziehen. Munition habe ich gebaut für Pistole. Ein paar Dinge konnte ich ja bauen. Nur leider Blei, Alter, da müssen wir noch ein Blei müssen wir dringend holen. Und hier müssen wir ein bisschen aufwerten. Hier mache ich mit Treppe sogar. Mal sehen. Damit wir bequem zum Eisen kommen. Und jetzt gehen wir wieder hoch und fahren wir in die Stadt.
ein bisschen laufen. Das auch mit Fahrrad geht? Normalerweise ja, ne? Eine Taste gedrückt halten, dann können wir schneller fahren. Schau mal. Hier muss immer schussbereit sein. So, Fahrrad habe ich schon leer gemacht. Ja! Das habe ich gefunden. Zum Will. Am Haus will ich keine Zombies haben, weil die kommen hier nachts. Wo sind die? Einen sauberen Blattschuss, wenn man so schön sagt, ne? Der geht mir quer, das ist nicht gut. Beziehungsweise die müssen ja nachts gespawnt sein oder früh. Halt doch mal still. Den Krieg hätten wir auch noch kriegen. Der ist nämlich ganz schön schnell. Gut, erledigt. Blei. Wenn ich schon mal hier bei bin, bevor ich es vergesse, ich brauche Blei. Dann drüben an der Brücke, glaube ich. Nehmen wir das Fahrrad, dann fahren wir ein Stück weiter. Nitrat haben wir schon. Für Schießpulver. Natürlich wäre besser, wenn wir noch ein bisschen Bombs finden würden. So. Das ist Eisen. Hier habe ich ein bisschen. Gehen wir da rein. Ich habe Steine. Stein. Stein, Stein. Ziehen wir Blei hin. Da, ne, das Sand. Da, das Eisen. Die Bleiader ergossen, erschlossen. Metall will ich nicht haben. Das Blei. Wir brauchen ein bisschen was, ne? Also ein paar Dinge muss schon machen, ne? Sand können wir auch gebrauchen, aber. Für Beton. Aber jetzt haben wir Blei. Blei ist wichtiger als alles andere. So, eins noch, zack. Und noch ein, und noch ein. Okay, einmal noch weg. Okay, das kann man erkennen. Und damit auch auf Schnauze fällt, das tut weh. So, wir müssen hier raus. Denn hier ist alles Blei. Kann man erkennen. Dann sollten wir genug Blei haben. Fürs Erste. Und zwar, ja, das dürfte reichen. Leben wir uns gleich hier. Deswegen ein Ding blockiert er den ganzen Lager. Und hier ist annehmen wir auch, lassen wir auch hier. Steine brauchen ein bisschen mehr, aber hier wegen 12 Sand
Na, das machen wir auch nicht. Wir fahren mal zur Stadt. Geben wir Gas. Dann die müssen ja ein bisschen was, ne? Schau mal. Junge, was ist hier für eine Straße hier? So wie. Ja, ganz böse hier. Muss ich die Straße reparieren, ne? Pflastern, ne? Ja, das ist ein bisschen zu aufwendig, glaube ich. So, da ist noch eine Kiste irgendwo. Die machen wir zuerst, wenn die hier ist. Und zwar ist die. Die ist nicht in der Nähe. Hier verstrahlt, da fahren wir nicht hin. Wir fahren hier hin. Na gut, keine Kiste. Vielleicht seht ihr auch nicht mehr. Kann auch sein, dass sie in der Nähe sein muss. Das ist eine ältere wahrscheinlich. Ich habe ja anfangs mal keine geholt. Also, ich brauche hier mal was zu essen. Das ist immer knapp. Aber ich denke mal in den Häusern was finden. Oh Mann. Wenn mein Fahrrad kaputt geht hier. Dann haben wir Blei und wir haben ein bisschen was, ja, Nitrat. Schießpulver ist in dem Sinne. Muss ich mal schauen, ob wir hier schon mal waren. Ich glaube schon. Und wenn nicht, gebe ich hier mal rein. Hier bietet sich an. Wenn wir schon mal waren, fahren wir vorbei. Oh, wer sagt denn, ne? Dann müssen wir mal günstig abpassen. So, abladen, absteigen. Und zwar so, dass wir jetzt das Tier erlegen können. Nach Möglichkeit, dass wir da nicht so gefährlich sind, ne? So gefährdet sind. Auto bietet keine Sicherheit, aber so, drehen wir nicht den Rücken zu. So, ein Messer mit, oh Gott sei Dank auch. Das ist nämlich ganz wichtig. Ein Messer gibt mehr Fleisch. Siehst du. Ein Problem haben wir schon gelöst. Genau. Das Tier von gestern, wo die beiden Tiere, naja, ist schon erledigt. 30 Stück Fleisch, das ist gut. So. Das war's. Futter haben wir schon mal gekriegt. Eine Sorge weniger. Wieder ein Tag gerettet. Hier werden wir mit System vorgehen. Wir noch das erste Haus. Dann gehen wir zum zweiten Haus, zum dritten Haus. Und das machen wir ja, in der nächsten Folge. Beginnen wir voll. Ja, also, bevor wir jetzt hier anfangen, werden wir hier mal kurz das Fahrrad hier abstellen. Dann sage ich mal hier auf Wiedersehen und Tschüss. Danke fürs Reinschauen. Wenn ihr Lust habt, es geht nun weiter. Tschüss.